Ich hoffe, dass das möglich ist in 4 Minuten. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Jetzt haben wir, gerade hatten wir das zeitgemäße Ehegattensplitting. Jetzt kommt der zeitgemäße Deutschunterricht. Ob da Verbindungen bestehen, bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich auch Ihnen was mitgebracht. Das ist eine alte Schultasche. Und natürlich, weil es ja um Deutschunterricht geht, natürlich ist da auch was drin. Und darauf kommt es an, weniger auf die Tasche. Und das soll so ein bisschen das Spannungsfeld meiner Ausführungen hier verdeutlichen. Ein altes Tablet auf der einen Seite. Und ja, das kennen Sie alle noch aus Ihrer Schulzeit. Ne? Da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Schulische Bildungsvermittlung ist insbesondere als Folge der Corona-Pandemie, jedoch auch schon lange davor, in den Fokus geraten. Offenbar stimmt hier einiges nicht mehr, glaubt man den Ergebnissen nationaler Bildungspanels und Aussagen von Ausbildungsinstitutionen, die Schulabgängerinnen übernehmen und auf die Einhaltung von Mindeststandards angewiesen sind. Mit Bezug auf den Deutschunterricht mehren sich Hinweise, beispielsweise auf zunehmende Probleme im Umgang mit schriftsprachlicher Darstellung oder auf natürlich nachlassende Lesekompetenzen. Diese Leserfrage, die wir haben, verstehe ich so, dass dies mit dem Zeitgemäßen zu tun haben könnte, eventuell also damit, dass Dichter wie Durst Grünbein als Beispiel für einen zeitgenössischen Lyriker vielleicht zu wenig gelesen würden. Was aber ist denn zeitgemäß im Unterricht an Schulen? Ja, und jetzt kommt das hier zum Einsatz, Digitalität. Das hört man, liest man aller Orten. Angesichts der Rasanz technologischer Entwicklung, dieses Ding hier ist uralt, das haben Sie schon erkannt, schon längst wieder überholt. Angesichts der Rasanz solcher technologischer Entwicklung bereitet dieser Umstand gewaltige Probleme, unter anderem auch bei uns in der Lehrerausbildung. Bereits mit Abschluss des Studiums, oft schon mit Abschluss des Semesters, sind Technologien, Software, Apps veraltet. Wie lange wird es angesichts der Leistungsfähigkeit von Stimmerkennungssoftware überhaupt noch notwendig sein, in allen Schulformen Lesen und Schreiben zu vermitteln? Mal ehrlich, ist eine Informationsentnahme aus dem Internet ohne die Zuhilfenahme von Schrift, bis zu einem gewissen Grade zumindest, nicht heute schon viel einfacher? Schreiben Sie tatsächlich noch im Internet? Immerhin gibt es mittlerweile in der deutschdidaktischen Diskussion nicht wenige Stimmen, die angesichts solcher Entwicklungen das Fach Deutsch nach dem Vorbild anderer Länder ganz neu definieren wollen. Medienkunde könnte es heißen. Die Vermittlung der Muttersprache soll weiterhin Bestand haben, Literatur jedoch sei verzichtbar oder könnte nach dem Vorbild skandinavischer Länder nur noch als Wahlfach existieren. Auch hier müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, die Entwicklungen bei uns in der Praxis sind schon weit fortgeschritten. An Grund-, Haupt-, Real- und auch Berufsschulen existiert ein literaturbezogener Deutschunterricht oft nur noch als Rumpf, manchmal gar nicht mehr oder ist abgelöst worden durch Software, wie das Programm Antolin beispielsweise, was viele von Ihnen kennen werden. Literatur älterer Epochen, und damit meine ich Literatur vor 1990, ne, das hier, findet meist nur, Goethe war das übrigens, der Werther, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen konnten, das findet meist nur noch in der gymnasialen Oberstufe statt. Ist dies nun das Zeitgemäße, von dem gerade die Rede war? Ich denke, nein. Bildung, so wie sie in unserer Tradition definiert ist, ist eine überzeitliche Angelegenheit der Förderung und Entwicklung von Persönlichkeit und Charakter eines Menschen. Daher endet sie ja auch nie. Sie erschöpft sich keinesfalls in der Vermittlung von zeitgemäßem Wissen oder gar von Kompetenzen. Beides benötigt sie allenfalls als Voraussetzung für die pädagogische Arbeit mit dem jungen Menschen. Und gerade hier wird Literatur wichtig. Über das Eintauchen in andere Welten und Gefühle, über das Probehandeln in anderen Welten verstehen wir uns selbst und eben unsere Welt. Dabei spielt es aus meiner Sicht nur eine untergeordnete Rolle, ob wir das mit Goethe oder Grünbein oder mit Papier und Pad tun. Herzlichen Dank.